ist er wieder, der Mann mit ohne große orange Handschuhe. Hallo? Moin moin, sag ich. Ich muss ja immer wieder darauf hinweisen, ich werde nicht fremdgesteuert. Das ist das Mikrofon hier an der Seite, ne? Ich sag dich nochmal, weil da sind immer Schlaumeier, die meinen sofort, die Echsenmenschen haben ihn erwischt. Nur wird er gesteuert und man muss sagen, was die sich so einfallen lassen. Ja. Dieses ist ein Video, das mir eingefallen ist, als ich wieder mal im COCR Forum. Das war wohl ursprünglich mal ein Forum nur für CO2 und ist dann de facto eigentlich zur Drehscheibe für Luftdruck und alles, was sonst irgendwie so freie Waffen ist, geworden. Und dabei kommt mir immer wieder in den Sinn, dass ich sozusagen zwangsläufig beim Stöbern im Forum, guck mal, das ist witzig, ne, wenn die Kamera so da dran ist, lange Arme, große Gräten, kleiner Kopf, das passt doch, riesige Hände, können diese Hände lügen? Nein. Und deswegen denke ich immer wieder, man muss auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Wieso komme ich da drauf? Ich entdecke an mir immer wieder eine gewisse, Plastiksplitter, eine gewisse Arroganz, was so Waffen betrifft, mit denen ich sonst eher nichts zu tun habe. Ganz schlimm war das ja so, diese 4,5 mm Stahlrundkugelpistölchen, weil ich immer, mein Gott, ich habe normalerweise mit ordentlichen Wettkampfwaffen zu tun gehabt. Und dann kommen diese Lufterpuff, ne? Ja, und mittlerweile, wo ich die Erfahrung damit habe, wo ich praktisch zwangsweise für den Kanal immer wieder mal irgendwie in die Finger kriege, dann muss ich sagen, ein paar davon machen durchaus Spaß. Und deswegen dachte ich, jetzt mache ich doch einfach mal so ein Zettelchen darüber. Und zwar, ich fange nochmal an, ganz kurz mit meinem Hintergrund. Ich persönlich bin, oh Gott, ich habe mit 16 angefangen zu schießen. Ich habe bestimmt 30 Jahre lang, weil ich Sportschütze. Ich habe Lupi, Spopi, was habe ich noch geschossen? Perkussionspistole, Steinschlosspistole. Ich habe diverse Langwaffen gehabt. Ich habe diverse Großkaliberwffen gehabt. Ja, und irgendwann, ne, wird auch das, selbst das kann dröge werden, man glaubt es gar nicht. Ich habe sogar Sprengstofferwerbschein hatte ich dafür fürs Wiederladen. Ich habe eine Waffenhandelserlaubnis gehabt, wie ich inzwischen weiß. Ne? Paragraph 29, die läuft ab, wenn man 20 Jahre nichts damit macht. Egal, jedenfalls, da kommt diese Arroganz her. Ne? Alles, was ich geschossen habe, war erste Sahne. Das waren Geräte, die waren ausschließlich dafür gebaut, zu treffen. Da war, ich bin DSB geschädigt, ne, Deutscher Schützenbund. Und beim DSB war eigentlich Ringe treffen, also möglichst hohe Ringzahlen treffen, das war das A und O, darum ging es. Spaß war damals nicht so das Erste, was zählte. Mittlerweile haben sie, soweit ich gehört habe, auch die ein oder andere Disziplin mit reingenommen, wo auch Spaß mitzählt. Aber damals schon, ne, BDS zum Beispiel, das waren also auch dynamische Sachen waren dabei. Und das wurde also vom DSB schon so, ne, sind diese komischen Ballermänner und das. Ne, und heutzutage gibt es kaum Action-Shooting oder sowas. Das gab es damals ja alles noch gar nicht. Also das ist was mein Hintergrund. Und ich komme jetzt praktisch mit Leuten in Berührung, die ganz andere Interessen oder auch einen ganz anderen Start, sag ich mal, haben, um mit der Schießerei anzufangen oder das zu bedienen. Ich klammere jetzt mal aus bei dieser Betrachtung Jäger. Weil Jäger, klar, die gehen mit einem entsprechenden ernst an die Sache ran. Ich erwäge tatsächlich, vielleicht auch mal das grüne Abitur zu machen. Dauert so ungefähr 8 Monate allein der Lehrgang. Mal schauen, die Zeit habe ich jetzt ja eigentlich. Und aber die sind eben jetzt für meine Betrachtung nicht so wichtig, weil die nehmen es ernst. Also schon aus Prinzip, die können gar nicht anders. Das zweite sind die Sportschützen, die klammere ich jetzt auch aus. Damit meine ich die Sportschützen, die wirst du leistungsmäßig schießen, also in Verbänden, auf Schießständen, weil, der Gott, die schützen halt Sport, ne? So ist es. Also wir brauchen jetzt in diese Betrachtung nicht mit rein. Die Waffensammler schließe ich auch aus. Allerdings jetzt mal nicht die, die ganz viele Softair-Pistolen haben, sondern so Waffenmessis wie uns, ne, die ganz viele Lupis oder sowas haben, sondern die mit der roten WBK, die also richtig kulturell wertvolle Sammlungen haben oder die Waffensachverständige sind, die nehme ich jetzt hier auch mal raus. So, was übrig bleibt, unter dem Begriff würde ich sagen Ballermänner. Also Ballermänner, das sind im Grunde wir alle, die wir, sag ich mal, alles, was so ein F-Zeichen hat. Ne, im weitesten Sinne zähle ich auch noch die Armbrustschützen dazu, weil auch die neigen dazu, plötzlich mehr Armbrüste zu haben, als sie eigentlich brauchen würden. Ich gehe jetzt mit der Reihe nach durch. Ich habe mir extra mal wieder einen Stichpunktzettel gemacht, genau,
weil sonst komme ich total durch den Tüdel. Zum Beispiel würde mich ablenken, dass hier ein Stern liegt. Dieser Stern, das ist einfach nur ein großer Magnet und ich bin mal eben über den Fußboden hier in meinem Studio gegangen. Das habe ich so auf die Schnelle mal eben an herumfliegenden Kugeln hier eingesammelt, an Stahlkugeln. Ist ganz praktisch, die fluppen aus dem Blei alle hoch. Die größte Teiltruppe, würde ich sagen, sind Luftpistole, Luftgewehr. Das sind also die Luftgewehr zu Hause haben, damit schießen, aber zum Spaß. Ne? Nicht wettkampfmäßig, sondern einfach nur just for fun. Oder eben Luftpistolen. Und da gehe ich jetzt konkret von Diabolos aus. Also die Leute, die schießen, um was zu treffen. Muss nicht zwingend irgendwie sein, eine Ringscheibe, es können auch Streicherschachtel sein. Ne? Aber Diabolos von vornherein haben eine etwas andere Präzision, noch eine andere Zielsetzung, sage ich mal, als die Streubüchsenschützen. Ist eine eigene Kategorie. Das kann ich noch verstehen. Man schießt, um irgendwas zu treffen. Das ist das, was ich ja auch getan habe. Nur, dass ich das jetzt hier sehr viel entspannter tue und mit sehr viel mehr Spaß, weil das, was ich treffen will, kann ich selber festlegen. Da gibt es keinen Verband, der mir sagt, nee, du musst nur auf die DSB-Scheibe. Die muss auch vom DSB abgestempelt sein, sonst zählt die nicht. Und so. So, dann gibt es auch noch die 4,5 mm Stahlrundkugelfraktion. BB. Ball Bearing. Also die schießen im Grunde mit Kugellagerkugeln. Und zwar, ich habe hier in Klammern noch Blowback dazu gemacht, das kommt noch. Meine Herablassung, darum geht es ja eigentlich, um diese Arroganz, die ich gegenüber den 4,5 mm Stahlkugeln immer hatte. Ich muss sagen, so schlimm, wie ich dachte, sind sie eigentlich gar nicht. Man muss sich das nur so vorstellen, wenn ich mit einer ordentlichen Luftpistole, die also auch ein bisschen was kann, auf 10 Meter so eine Streuung habe, dann ist das gerade noch in Ordnung. Es geht so eben. Ne? Die Waffe selber sollte nach Möglichkeit so eine Streuung haben. Wenn ich mit einer Gebrauchspistolenkopie auf 10 Meter mit Stahlkugel schießen, so lange Visierlinie mit einem nicht sonderlich ausgeformten Visier, ja, dann kann man froh sein, wenn man die Scheibe trifft. Aber nicht mal damit hätte ich ehrlich gesagt gerechnet. Ich dachte, die streuen noch viel mehr, dass das viel schlimmer wäre. Ist gar nicht so. Klar, es gibt mal mehr, mal weniger. Und also man soll nicht davon ausgehen, dass es also auf 10 Meter dichter als so zusammenliegt. Aber zum Spaß haben reicht das ja auch. Und spätestens, seit ich, deswegen kam ich da drauf, diese Blowback-Geschichte in der Finger hatte. Ich dachte früher immer Blowback, wo ist da der Sinn? Nur damit sich der Schlitten bewegt? Vor allen Dingen das kostbare CO2, diese doofen Kapseln kosten ja immer Geld, wenn sie nicht gerade sowieso undicht sind. Und dann nur um den Schlitten zu bewegen, noch kostbares CO2 zu verbraten, wo ist da der Sinn? Erst seit ich sie selber geschossen habe und gemerkt habe, hossa, die können aber ganz schön Rückstoß produzieren, wo gar keiner ist eigentlich. Das wird ja nur praktisch der Rückstoß des Schlittens wird ja eigentlich nur genommen. Das ist schon ein Feeling, das irgendwie Spaß macht. Und wenn man dann nicht alles trifft, was sich bewegt, ist das auch nicht so tragisch, weil es geht um den Spaß am Ballern. Und mit den Dingern kann man ballern. Und zwar einfach so. Und es macht Spaß. So. Das ist wichtig. Und darauf muss man auch so ein bisschen Rücksicht nehmen. Dann hätten wir noch eine ganz komische Klientel, nämlich die Schreckschusswaffen. Früher sagte man dazu Gaspistole, aber die korrekte Bezeichnung ist Schreckschusswaffe. Die verschießt Kartuschenmunition und nicht einfach Platzpatronen. Ja, Kartuschenmunition. Sie sind auch keine Schusswaffen, weil es werden keine Geschosse durch einen Lauf getrieben. Aber sie sind den Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände. So, jetzt habt ihr es. So, jetzt habe ich also im Forum dann im Laufe der Zeit gelesen, es gibt nicht nur Leute, die davon mehrere haben, sondern die förmlich die Dinger sammeln. Die also ganz besondere, ganz seltene, ganz toll in Vitrinenkästen und fünfmal dasselbe Modell, aber mit verschiedenen Losnummern. Und dann ballern die damit im Keller rum. Das heißt, die beklagen sich dann über die Haltbarkeit der Gerätschaften, weil sie damit im Keller Platzpatronen verdengeln ohne Ende. Was sich mir jetzt auf den ersten Blick auch nicht so erschließt. Dann wird es noch besser, sie kaufen sich Schalldämpfer dafür. Also ein Schalldämpfer für eine Platzpatronenknarre, ich würde sagen, das ist, als wenn man sich für seinen Lamborghini eine Parkkralle kauft. Wo ist da der Sinn? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das ist doch nicht mein Ding, ob irgendjemand Spaß dran hat. Wenn die ihren Spaß dran haben und wenn die sammeln wollen und wenn es, wie ich ja jetzt festgestellt habe, eine richtig große Community gibt, die mit diesen Gaspistolen, die sie sich sammeln, ich sage immer noch Gaspistolen, ne? Wenn ich Gaspistole sage, ich meine Schreckschusswaffe, die also seltene Exemplare oder ganz besonders früher, da geht es um diese kleinen PTB-Nummern, ne? Da ist ja dieses PTB im Kreis mit einer Nummer drunter. Und irgendwie, je früher die Nummer, desto besser. Oder bestimmte Nummern. Und die möglichst echt aussehen und möglichst lange halten und möglichst selten waren und.
wie gesagt, und diese Arroganz zu sagen, das ist doch Schwachsinn, sich einen Schalldämpfer für eine Gaspistole zu kaufen, das ist doch nicht mein Problem. Das geht mich doch gar nichts an. Wenn jemand anders das toll findet und seinen Lebensinhalt darin sieht, ja, dann sei es ihm gegönnt. Und ich habe nicht von oben herab zu schauen, sondern ich habe zu sagen, ja Mensch, super Hobby, es gibt Schlimmere als das. Ja, dann arbeiten wir uns gleich weiter, nämlich 6 mm Plastikkügelchen, Soft Air. Ja, ich dachte immer, sowas kauft man, weil man Softair-Spieler ist. Also wo die Leute so durch den Wald hoppeln. Ich bin, hab ja früher jahrelang hab ich Paintball gespielt. Ne? Ich hab ja so die Waffenhandelserlaubnis primär damals wegen der Paintball-Geschichte gemacht. Das heißt also, es gibt die Leute und sie spielen damit rum. Wobei ich natürlich auch prompt als Paintball-Spieler, ne, der die Kaliber 68-Wumpeln gewohnt ist, mit den entsprechend großen blauen Flecken, dann natürlich ein bisschen herablassender 6 mm Farbkügelchen, wie niedlich. Aber ja, was soll's? Auch da gilt natürlich, wem es Spaß macht, ja, warum denn nicht? Und da gibt es auch Sachen wie Vollautomaten und was hier in Deutschland ja leider nicht, also Halbautomaten mit Leuchtkugeln und mit was weiß ich. Geht mich doch gar nichts an. Ich habe irgendwann schon mal erzählt, die Softair, die kommt ursprünglich aus Japan. Das Waffengesetz ist da so streng, dass sie überhaupt nichts haben. Die haben nicht mal eine Schützenszene, die haben gar nichts. Nicht mal Schwerter, siehe Kill Bill, ne? Von wegen. Schwerter sind da auch Waffen. Und dementsprechend auch verboten. Und deswegen haben die diese 6 mm Plastikkügelchen-Dinger erfunden und machen damit richtig Wettkämpfe. Das heißt, es kommt auch wirklich darauf an, dass die Dinger wirklich schießen. Mit Hop-Up und was es da so alles gibt. Mit verstehe ich nicht, aber es macht offensichtlich vielen Leuten Spaß. Ja, an der Wand hängen darf man die leider auch nicht. Und jetzt kommen natürlich die 6 mm BBs, die unter 0,5 Joule bleiben. Damit ist das Spielzeug. Die darf jeder haben. Warte mal, ich hab hier, glaube ich, sogar eine liegen, zu dem demnächst noch ein Video kommt. Das ist zum Beispiel eine unter 0,5 Joule BB-Gun. Die ist bleischwer, ganz Metall und die schießt wirklich nur CO2-Kügelchen. Allerdings, wie ich gerade feststelle, nicht unter, die hat ein F-Zeichen, ne? Ja, nee, die schießt Stahlkugeln. Ha! Habe ich ja völlig falsch gegriffen. Ich ziehe diesen Abschnitt des Videos zurück und behaupte künftig das Gegenteil. Also jedenfalls gibt es auch sehr hochwertige, die Beretta zum Beispiel, die ich neulich mal hier im Video hatte, die durchaus hochwertige Schießgeräte, die auch nur für Kinder eigentlich gut sind, aber die haben einen Vorteil. Ich glaube, da haben wir sogar einen Vorteil anderen Länder gegenüber. Die sind, weil sie keine Waffen sind, kann man sie sich an die Wand hängen. Wer also schon... Oh, jetzt habe ich aber Schluck auf. Das ist bestimmt der Schreck gewesen hier, ne? Entschuldigung, Boba, habe ich dich hier, ne? Wenn man sich so ein Ding an die Wand hängen will, führt eigentlich kein Weg an einer Software unter 0,5 Joule vorbei. Man könnte sich jetzt theoretisch natürlich eine Vitrine an die Wand schrauben, die abschließbar ist. Da kann man dann auch alles mit dem F-Zeichen ranhängen. Ist ja legal. Ist albern, aber legal. Und die Dinger, da kann man sich also wirklich tolle Raceguns kaufen für... Naja, also von ganz wenig Geld gibt es wirklich bis etliche 100 Euro teuer. Und das kann man sich einfach so in der Wand schrauben. Und wer das schon immer mal machen wollte und sagte, ich möchte ein Sniper-Rifle, ne, mit Zylinderverschluss, eine Querflinte, ein Sturmgewehr, ein Racegun oder was weiß ich alles an die Wand hängen, damit ist das erlaubt. Das geht. Und auch das kann man sammeln und man kann es auch preislich in Regionen sammeln, dass man nicht arm wird dabei. Und auch da muss ich sagen, ihr sammelt Kinderspielzeug, so, so. Aber das ist Arroganz. Wer weiß, wie ich angefangen hätte, wenn ich nicht seit ewigen Zeiten Sportschützelt hätte. Ne, würde ich jetzt da stehen, also ich würde heute nicht mehr auf die Idee kommen, Sportschütze zumindest nicht im DSB zu machen. Na, wenn jetzt sowas wie also BDS oder ich habe jetzt tatsächlich gefunden, es gibt einen Cowboy-Action-Shooting-Stand in Bremen-Nord. Das ist für mich eine gute Dreiviertelstunde pro Richtung. Ne, ich weiß nicht, ob ich das ein, zweimal pro Woche machen will. Das ist halt eine Fahrerei. Und wenn man das auf die nächsten 10 Jahre jetzt projiziert, naja, schauen wir mal. Ich muss noch rauskönnen, es gibt eventuell einen Verein, der Trapp schießt hier in Waghausen auf der Olympischen, das hieß mal Olympische Standortschießanlage oder so ähnlich. Olympisches Leistungszentrum hieß das Ding, genau.
Und da hätte ich vielleicht auch noch Bock zu, aber alles in weiter Ferne. Ne? Lass uns mal komisch angehen, ja klar, machen wir das. Lass was komisch angehen. Das ist so ein komisches Video, ich fase schon wieder vor mich hin, ohne wirklich was zu sagen. Egal, das heißt also, die Leute, die sowas sammeln, die können es an die Wand hängen. Die können sich eine ganze Wand voll mit den tollsten Knarren machen. Und die sehen ja teilweise wirklich echt aus. Das war der Vorteil übrigens gegenüber manchen anderen Ländern. Es gibt Länder, wo diese Dinger verboten sind, weil sie echt aussehen. Und zwar komplett verboten. Das heißt, die müssen einen neonorangen Ring vorne drin haben oder sonst irgendwelche Teile, die auf den ersten Blick erkennen lassen, das ist keine echte Knarre. Und damit sind die Dinger natürlich für irgendwelche Sammler völlig witzlos. Na, hier in Deutschland darfst du das Haus mit einer gut aussehenden auch nicht verlassen, weil Anscheinwaffe. Na, die muss dann irgendwie komplett neonpink sein, damit die Kindlein damit draußen spielen dürfen. Aber egal, immerhin, das dürfen wir noch so gerade. Armbrust. Es gibt eine sehr viel größere Community an Armbrustschützen, als ich eigentlich gedacht hätte. Und davon rotten sich auch so einige in dem Forum zusammen. Es gibt bestimmt Spezialforen für Armbrüste. Aber es gibt also eine Menge Leute, die Armbrust toll finden. Ihr erinnert euch, ich hatte eine einzige hier. Die schoss dann auch mal eben 42 Joule. Das sind dann vielleicht auch Leute, die sagen, mein Gott, ich darf mit der Armbrust 40 Joule, 50 Joule, vielleicht sogar mehr schießen. Ich darf, es ist legal. Ich muss aufpassen, wo ich das mache. Ich darf nicht einfach irgendwo rumschießen und hoffen, ich treffe keinen. Vor allen Dingen, ich habe mal gesehen, wie das aussieht, wenn so ein Pfeil an einem Baum seitlich abprallt. Der geht sonst wohin, aber sowas von. Und der Pfeil ist auch noch kaputt. Also es gibt Leute, jede Menge Armbrustschützen. Dann als nächstes Cowboy. Ich habe eben schon mal das Cowboy-Action-Shooting erwähnt. Das geht schon ein bisschen drüber hinaus. Es gibt also wirklich Cowboy, ich weiß nicht, Sammler, kann man das so nennen? Die haben alte LEPs. Das sind diese Patronen, die man mit Luft aufpumpen konnte und wo dann vorne praktisch ein Diabolo reinkommt und dann durch den Abschlag des Hahns wird das Ventil in der Patrone freigegeben. Komplizierte Kiste. Auch nicht ganz billig. Dann gibt es wirklich Cowboy-Action-Schießen mit scharfen Waffen. Also Querflinte, Revolver und Winchester. Unterhebelrepetierer, ja, ich weiß, Winchester ist ja nur ein Markenname. Die ziehen sich die entsprechenden Klamotten an und. Das Ganze hat für mich viel mehr mit Spaß zu tun als die normalen DSB-Geschichten. Wie ich schon sagte, es gibt hier einen Verein, ein bisschen zu weit weg. Vielleicht gucke ich da spaßeshalber mal rein, mal gucken. Ja, wollen wir nicht vergessen, den Flitzebogen, den gibt es auch noch. Und der Flitzebogen ist bis heute keine Waffe. Das ist einfach nur ein Spielzeug, Sportgerät, was auch immer. Also ein Bogen ist vom Waffengesetz im Grunde nicht erfasst. Solange hinten nicht irgendwie was in irgendeine Vorrichtung einrastet, also gespeicherte Energie durch einen Abzug freigegeben wird, und damit sind nicht diese Haken gemeint mit dem Daumen auslösen, das ist was anderes, ist das also keine Waffe, sondern nur ein Spielzeug, Dekorationsgegenstand, Sportgerät, was auch immer. Ja, und das ist mein Zettel auch schon zu Ende. Habe ich irgendwen vergessen? Habe ich jemanden vergessen zu beleidigen oder zu benachteiligen oder zurückzusetzen oder hervorzuheben, dann lasst es mich in den Kommentaren einfach wissen. Ich glaube, ich werfe mich gleich aufs Sofa und puff erstmal eine Runde, weil nach diesem geistigen Hirnfurz bin ich jetzt erstmal irgendwie ausgelutscht und muss wieder auf der Erde ankommen. Mein Gott, habe ich einen Schwachsinn. Ja, ich mache das so. Was hat irgendwer noch gesagt? Das war auch so ein Witz aus dem CO2-Forum. Da hat irgendjemand gefragt, was ist denn die GEZ? Und dann sagte er, die GEZ ist im Grunde dasselbe wie die Müllabfuhr. Man zahlt Gebühren, damit die Müllabfuhr den Müll abholt. Und beim Fernsehen ist genau umgekehrt. Ja, ne? Das nennt sich heutzutage YouTube. Und ich bin Teil davon. Super, hier ist wieder Müll. Jede Menge davon. Ich überspringe jetzt mal ausdrücklich den Teil, wo ich darauf hinweise, dass ich der bin, der seine Kamera immer ganz alleine ausschalten muss. Falls ihr euch fragt, was das für ein Magnet ist, Carrera irgendwas. Das war so eine Raumkapsel, die um den Mond rumflog und die konnte dann vorne raus so kleine Astronauten rausschießen mit einem metallenen Sockel, die dann auf diesen Magneten flogen. Und aus diesem Mond, das ist der Magnet, der hat mich jetzt seit bestimmt 50 Jahren begleitet er mich. Einer der bombenstärksten Magneten, die ich jemals hatte. Okay, heutzutage gibt es Molybdän-Magnete. Neodyn-Magnete heißen die. Ich verwechsel das immer. Neodyn-Magnete. Das gab es damals nicht. Damals war das Ding eine Sensation. So,
Jetzt reicht's aber wirklich. Ich bin eigentlich gar nicht da. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt in euren Federn und denkt euch, mein Gott, ich hoffe, ihr hättet dieses Video nie gesehen. Mein Kopf ist jetzt wirr. Das geht mir genauso. Bei mir ist es ein Zustand. Und ich schlage Kapital daraus. Leider kein Handfestes. Danke fürs Reingucken. Sagt der Mann, der euch den hier zeigt, weil das der hier ist, mit dem man den Dings ausmachen kann.